Servus und hallo, liebe 1000 PS-Zuseher. Ich bin's, der 1 Alo und der 1 Berti. 1 Herbert, ja. Super. Berti, was haben wir uns für heute überlegt? Wir machen einen Vergleich. Zwar zwischen... Wir nehmen Yamaha WR250F gegen Beta 350F, neue Generation. Schauen wir mal den Vergleich, ob man die 100 Kubik merkt. Okay. Wir fahren einmal damit und dann schauen wir weiter. Wo sind wir hier? Wir sind hier in Stockerau. Senninger Lager, optimales Gelände zum Enduro vergleichen. Schöner Rodeo X-Park, schöne Enduro-Runde, schöne Motocross-Runde. Das heißt, wir können die Motorräder wirklich auf Herz und Nieren testen heute. Ja. Wir schinden uns zu Tode für euch. Bleibt dran, wieder lässiges Video. Hier sind wir wieder zurück von der Enduro- und Motocross-Strecke hier in Stockerau. Wir haben uns geschunden und gewunden für euch, um echt leibend und aussagekräftiges Video zu machen. Ich hoffe, es passt für euch. Ja, so unterschiedlich wie die Mopeds ausschauen, so unterschiedlich fahren die auch. Was ganz gravierend ist, ist, dass man schon nach ein paar Minuten merkt, dass von wo die Bikes kommen. Die Yamaha kommt definitiv aus dem Motocross-Bereich. Und die Beta kommt, da merkt man massiv den Trail-Background. Berti, wie war denn dein Eindruck von den zwei Mopeds? Die Yamaha bist du schon länger gefahren, die Beta ist jetzt ein bisschen neu für dich. Was war der erste Eindruck von der Beta? Ja, also eigentlich genauso, wie es du schon im Vorwort gesagt hast. Beta ist eher für traillastige Sachen. Yamaha ist eher für schnelle Sachen, Cross-Country-Sachen. Was mich überrascht hat, ist, dass ja die Yamaha 250er ist und die Beta 350er ist und da der Unterschied von diesen 100 Kubik eigentlich am Ende gar nicht so spürbar sind. Man erwartet sich eigentlich schon ein deutlich stärkeres Motorrad, also das sind doch 100 Kubikzentimeter Unterschied. Man merkt, dass es stärker ist, aber man hätte sich irgendwie mehr erwartet. Genau, so ist es. Also ich habe eigentlich im Vorfeld mir gedacht, ja, 250 gegen 350 vergleichen ist ein bisschen haltlos. Aber jetzt im Nachhinein gesehen, muss ich sagen, hat beides seine Vor- und Nachteile, aber die sind so klar. Also das ist nicht so, wie man es erwartet hat. Was man sagen muss, ist bei der Yamaha eben, die hat für mich gefühlt jetzt eine bessere Spurtreue am Vorderrad. Die Beta ist am Vorderrad ein bisschen leichter. Im Gegenzug aber wieder, wenn man dann ins winkelige Waldstück reinkommt, wo so Singletrails sind, ist die Beta natürlich dann wieder leichter, um die Kurven zu bringen. Mhm. Weil du einfach immer übers Vorderrad ein bisschen heben kannst, wo das bei der Yamaha dann ein bisschen schwerer geht. Und sobald es aber eher dann wieder ins flottere Gelände geht, hat man bei der Yamaha dann wieder mehr Vertrauen beim Kurvenfahren. Ja. Also das war für mich eigentlich der markanteste Punkt von den zwei Motorrädern. Die Spurtreue am Vorderrad, der Unterschied. Ja. Das wirkt sich natürlich auch bei solchen künstlichen Hindernissen aus, wie man es da im Hintergrund sieht. Dass man, wenn man das Vorderrad anheben muss, sich mit der Beta um eine Spur leichter tut als wie bei der Yamaha. Vom Gewicht her sind, glaube ich, jetzt nicht sind keine Welten dazwischen. Ich glaube, es sind 114 bei der Yamaha und ich glaube 113 bei der Beta. Da reden wir jetzt aber von Leergewicht, da kommt natürlich noch der Sprit dazu. Was aber ausschlaggebend ist, ist die Gewichtsverteilung. Und da ist so, dass bei der Yamaha, dass die kopfschwerer ist, die hat mehr Gewicht am Vorderrad und bei der Beta ist so, dass die eher am Heck schwerer ist und das Vorderrad eher leichter ist. Und das merkt man halt beim Fahren relativ schnell. Ja.
Berti, Thema Fahrwerk, was ist denn da aufgefallen? Beim Fahrwerk ist so, dass mir bei der Beta aufgefallen ist, dass man die jetzt in der Grundabstimmung, also so wie ich jetzt davon ausgehe, dass das Motorradserie ist, die Gabel ein bisschen zu hart ist für das, was das Federpaar wieder zu weich ist. Das heißt, das ist für Trail-Sektionen und so weiter, wo du so reindrücken musst und rausheben, ist das gut. Wir haben aber jetzt zum Beispiel bei uns in Österreich zu wenig solche Veranstaltungen oder Rennen dafür. Da müsste man am Fahrwerk noch ein bisschen was machen. Also mein Empfinden war, ich hätte die Gabel gerne ein bisschen weicher und das Federpaar ein bisschen straffer, also genau umgekehrt, wie es jetzt ist. Bei der Yamaha ist es so, dass es eigentlich ziemlich ein schönes, sauberes, ausgewogenes Fahrwerk ist und in der Grundausstattung man das Motorrad auf dem Terrain einsetzen kann, wo es gebaut ist. Und ich sehe sie eigentlich eher eben so Cross-Country-lastig, schnelle Enduro-Rennen. Wenn man jetzt einen Erzberg damit fahren will, klar kann man es fahren, man kann mit jedem Motorrad alles fahren, muss man aber dann natürlich dementsprechend abstimmen. Grundsätzlich muss man aber auch dazu sagen, was mir immer wichtig ist in jedem Test, man kann jedes Motorrad und jeder Rennfahrer stimmt sich also ein Motorrad dann ein bisschen auf seine Vorlieben ab. Also das heißt, beide Motorräder sind auf einem sehr hohen Niveau, das heißt, das was wir ja immer machen, ist eigentlich ein Ranzen auf hohem Niveau. Und da muss jeder noch ein bisschen für sich selber empfinden, okay, das ist mir zu hart, das ist mir zu wach, da brauche ich vielleicht ein Raten von der Feder her anders. Mir persönlich hat beides extrem gut gefallen und bin auch der Meinung, dass man beide Motorräder sehr mit wenig Aufwand eigentlich ideal abstimmen kann. Bin ich voll bei dir. Also beides eigentlich Top-Motorräder. Berti, du hast das vorher gerade angeschnitten, Ranzen auf hohem Niveau. Das betreibe ich jetzt auch und sage einfach, dass bei der 350er Beta kein Motorlüfter verbaut ist, bei der WR250 schon. Hat man jetzt gemerkt, wie wir da jetzt am Schluss diese Hard-Enduro-Sektionen gefahren sind und ich habe sie nachher gleich einfach in den Hänger reingestellt. Und ja, jetzt hat sie sich dann nachher ein bisschen angespielt und es war ein kleines Kühlwasserlackerl am Boden vom Hänger. Ja, wenn wer wirklich damit härtere Sektionen fährt, so à la Erzberg, Romanix oder sowas, dann würde ich sagen, ist so ein Kühlerlüfter unumgänglich. Ansonsten, wenn man so schnellere Sachen fährt, ACC, Enduro drauf oder sowas in die Richtung, braucht man nicht unbedingt. Ja, das war es auch schon wieder mit unserem kurzen Vergleich zwischen WR 250 und Beta RR 350. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn schon, dann lasst einen Daumen oben da. Wenn nicht, gar nichts. Wichtig ist nur, dass ihr einfach abonnieren drückt. Ja, von unserer Seite war es jetzt so. Danke. Fragen, Anregungen unten in die Kommentare. Genau. Beantworten wir natürlich. Wir sind permanent online. Wir haben sonst kein Leben. Wir antworten euch dann gleich drauf. Danke. Tschüss. Dere. Baba.